Wow, ging dann doch schneller los als gedacht. Die beiden spielen. Muss ich meine Süßigkeiten-Tüte, die es hier for free gab, immer noch gibt, zur Seite legen. Und das gucke ich mir dann erstmal an. Und hier Cruel legt hier eigentlich schon ganz gut los eigentlich. Aggressiv wie eh und je. Seid Brawl. Guckt euch Nitroglycerin an. Nitro wie Knitro. Ne? Ja? Das ist das Wortspiel. Sehr lustig. Schon 2009. Oh! Oh! Ja, okay. Belcampo schafft es hier nicht, ihn ganz zu gimpen, aber schon mal, um Stage zu Control zu bekommen. Sehr gut. Kommt, der chippt sich jetzt hier so langsam wieder zurück. Ja, war nett gedacht hier gerade mit dem Up Smash auf jeden Fall. Aber da lässt sich Cruel nicht interrupten. Oh oh. Okay, die Frage ist, wer kriegt den ersten Kill? Sah sehr gut aus für Cruel. Bekommt jetzt aber nicht den Deckel drauf. Und sagt mir Belcampo, der ist da auf jeden Fall flott. Oh, oh gut, das sah so aus, als hätte das schaffen können. Ja, aber hier, schön. Cruel holt sich den ersten Stock. Und schafft das jetzt aber auch eine Combo zu machen für Twitter. Huh? Schafft das jetzt einen Grab zu landen und einfach eine Combo zu machen? Oder wie sieht das aus? Oh. Nee. Da ist Belcampo schnell mit dem Jab. Oh, ein Killchen mit der Back an der Edge. Ich muss mir auf jeden Fall Wasser einschenken. Das ist zu hype, deswegen bin ich heiser. Oh, das heiße Wasser ist leer. Fuck. Oh, ach, was anderes. Oh, da ist noch ein bisschen was. Okay, also, es ist wieder even. Belcampo hat ganz guten Damage gemacht und Cruel immer noch mit seinen Jab-Resets. Also, er ist, glaube ich, schon im Brawl-Modus gerade ein bisschen. Warum auch immer. Also, das hat damals geklappt. Jab, Jab, Empty Hop oder Jab, Jab und dann Knee. Das war schon cool und das ist immer noch cool, aber darauf fällt halt eigentlich niemand mehr rein. Es funktioniert, es ist eine Mechanik, die funktioniert in Smash Ultimate eigentlich gar nicht. Aber ey, Cruel ist trotzdem ein Riesenfan von der Mechanik und deswegen macht er das. Oh, schafft hier fast den Early Kill. 84% ist nicht schlecht. Oh, aber hier auch weit unten ist Belcampo immer noch eine Threat. Schön Backair und hier der Grab. Schön Bread and Butter. Bread and Butter Combo Boom einmal komplett über die Stage. Ah, oh, und ja, das ist auch der letzte Stock. Zu aggressiv gerade von Cruel. Belcampo weiß, was er machen, was er zu tun hat und holt sich das Game. So, also ich bin gespannt. Das sah ja eigentlich nicht schlecht aus, ne? Für Cruel. Also das kann er schon unter Umständen auch gewinnen, das Matchup. Ich bin aber gespannt, ob er vielleicht nicht doch Rob nimmt. Meiner Meinung nach sollte er es nicht tun, eher. Ja, okay, wir bleiben bei Captain Falcon. Ja, richtige Entscheidung. Ah. Ich muss erstmal klarkommen, immer noch. Immer noch klarkommen. So, wir gehen in Nummer 2. Und Cruel ist schon wieder ultra aggressiver Start. Versucht ihn da direkt wegzuspiken. Genauso wie wir das sehen wollen. Das ist wie, oh. Das ist wie in der UFC, diese Leute, die überhaupt nicht auf Defensive achten und fast immer nur ausgenockt werden. Aber trotzdem ist es ein Spektakel. Wir wollen die Aggression sehen. Oh. Okay, also Musik ist auf jeden Fall schon mal ein Banger. Und jetzt hier auch wieder Offstage. Ja, also Cruel versucht es halt immer mit dem Spike. Also ich glaube, Captain Falcon ist jetzt nicht so schlecht an der Edge. Also er könnte auch da stehen bleiben und einfach gucken, was man daraus macht. Er muss jetzt nicht immer aggressiv gehen. Jump, verloren gegangen. Ja, und ja, zu risky in dem Fall. Aber war auf jeden Fall ein guter Falcon Dive hier gerade. Geht er aggressiv rauf? Ja, okay, diesmal bleibt er drin. Readet eine Rolle, bekommt sie nicht. 140, aber kann man schon killen. Also da reicht ein Falcon Kick, den bekommt man easy. Mal schauen.
Abkelt, die Back Air, wow, auch gerade so überlebt. Und viel höher geht's jetzt gar nicht, was das Prozente angeht. Nicht bei Captain Falcon, der Forward Throw reicht, 2 Stocks each. Oh, Combo Starter. Ah, okay, er versucht da mit der Plattform zu interagieren, aber guter Tag von Belcampo. Oh, geht direkt weiter. Schöner Damage von Cruel. Teilweise gefällt mir das dann doch auch echt gut mit der Aggression. Auch so taktikmäßig. Oh, das war aber ein bisschen zu doll. Schafft's hier noch on stage, geht direkt wieder off stage für die Aggression. Für die Aggression. Und ja, also ich meine, kein Wunder, dass er so spielt. Also in Friendlies spielen wir immer so. Und natürlich hat man dann... Oh, schöner Kill hier gerade von Cruel mit dem Falcon Dive. Damit bekommt er dann doch schon ziemlich early Kills. Und jetzt gerade die Lead gegen Belcampo, das ist schon ziemlich strong. Okay, das ist ein... Ja, Kill Confirm. Und hier wieder ein bisschen Damage. Hier, Cruel hat auch immer noch Lust, einen Spike zu bekommen. Oh mein Gott. Ja, man hat gesehen, da hat Cruel nicht versucht, irgendwie raus zu smash die eine oder sowas. Und da bekommt man halt auch mal, lol, was passiert hier mit den Jab-Resets? Die bringen nichts mehr in Ultimate. Also ich weiß nicht, zumindest weiß ich nicht so genau, was er sich davon verspricht, von den Single-Jabs und Jab-Jabs. Ja, Cruel, aber wie gesagt, Cruel immer für ein halbes Set zu haben. Oh, jetzt aber ihr... Oh, ja, schafft es noch ran. Oh, schafft es Momentum zu bekommen. Will natürlich diesen Spike haben. Oh, wichtig. Oh, und er versucht immer diese Rolle zu erwischen, aber kommt einfach nicht. Und ja, da hat er den Air Dodge bekommen, aber da ist auch eine Plattform. Deswegen, gerade ist es knapp. Also, könnte er schon schaffen. Oh, oh, okay. Wait, sehen wir hier ein 1-1? Cruel hat schon gegen Splash Mage ein Game gezogen. Oh oh, oh oh, und er kommt ran, aber die Becker, Jump ist auch weg und das war's. Belcampo setzt ihn hier schachmatt, aber wie gesagt, war ein halbes Set, auch vor allem ein halbes Game einfach. Sehr schön.